rufe auf. Punkt 17 haben wir gesagt, wird nicht behandelt. Punkt 19, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Frauenrechte stärken Gleichberechtigung realisieren auch in Hessen mit dem Tagesordnungspunkt 60, dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN 19.4526 mit 19.4572. Das Wort hat die Frau Kollegin Gnadl, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir müssen feststellen, die seit 1949 verfassungsrechtlich garantierte Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist noch immer nicht gesellschaftliche Realität geworden. Die Aufforderungen zur freiwilligen Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen zur Gleichberechtigung waren von wenig Erfolg gekrönt in den letzten Jahrzehnten. Das zeigt uns auch die jüngste OECD-Studie. Die Folgen dieses halbherzigen Umgangs mit einem Verfassungsrecht sehen wir heute deutlich. Eine große Kluft von 21% bei den Löhnen zwischen Frauen und Männern. Ist zu verzeichnen und dadurch bedingt eine noch größere Kluft in der Rente. Die bittere Realität ist, mehr Frauen leben in Armut, auch im Alter. Um gesetzliche Regelungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Verwirklichung von Gleichberechtigung kommen wir nicht herum. Deutliche Verbesserungen für Frauen konnte durch die SPD in der Bundesregierung erzielt werden, beispielsweise bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, von dem insbesondere auch Frauen im Niedriglohnsektor positiv profitieren, ebenso auch die Quotenregelung in Aufsichtsräten. Und die befürchteten Nachteile sind samt und sonders ausgeblieben. Aktuell steht noch an, das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen, das ein weiterer wichtiger Baustein der Bekämpfung der Lohnungleichheit sein wird. Ebenso steht an, das Gesetz zur Rückkehr von Teilzeit auf Vollzeit. Etwa 80% der mehr als 11 Millionen Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Es muss eine rechtliche Vorgabe geben, damit Frauen aus dieser Teilzeitfalle endlich herauskommen. Die Widerstände, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei allen frauenpolitischen Maßnahmen sind nach wie vor sehr groß. Das sehen wir aktuell bei dem Gesetz zur Lohntransparenz. Wieder müssen wir uns anhören, dass das alles viel zu bürokratisch sei. Dieses Argument, meine sehr verehrten Damen und Herren und sehr verehrter Herr Bauer, das kennen wir auch aus Hessen. Genau das Gleiche wurde der SPD vorgeworfen, als es um eine Novellierung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes ging. Und die Chance, mit gutem Beispiel in Hessen voranzugehen, hat Schwarz-Grün verpasst. Das HGLG wurde zwar novelliert, aber auch in seiner jetzigen Fassung gehört es noch immer zu den halbherzigen Lösungen. Denn Frauenbeauftragte haben nach wie vor eine schlechte Ausstattung und keine Instrumente, Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst tatsächlich auch durchzusetzen. Keine Wirkung hat es deshalb auch gezeigt im Hinblick auf den Geltungsbereich und im Hinblick auf die Gremienbesetzungen nach der Kommunalwahl hier in Hessen. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, fordern wir die Beseitigung der bestehenden Nachteile, ein fortschrittliches HGLG, die Führungspositionen vermehrt mit Frauen zu besetzen. Wir fordern flexiblere Betreuungsangebote
und vor allen Dingen auch gerade hier in Hessen echte Ganztagsschulen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch endlich hier in Hessen Realität wird. Und wir fordern die Aufwertung insbesondere auch der sozialen Berufe, denn bisher sind diese weder gesellschaftlich hoch angesehen noch finanziell ausreichend ausgestattet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es muss endlich Schluss sein mit dem Rollen- und Frauenbild, das wir aus dem Märchen Hänsel und Gretel von 1812 kennen, in dem die Frau dargestellt wird als grausame Mutter, die ihre Kinder in den Wald schickt, als menschenfressende Hexe oder als Mädchen, das zu Dienstmagd gemacht wird. Frauen verdienen mehr, nämlich Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit, auch finanziell. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Frau Kollegin Gnadl, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Die Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichberechtigung. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist gut, in zeitlicher Nähe zum Frauentag, zum Aktionstag One Billion Rising und zum Equal Pay Day auch hier im Hessischen Landtag über Anspruch und Wirklichkeit einer echten Geschlechterparität zu sprechen. Die schwarz-grüne Regierungskoalition nimmt den Auftrag, der sich aus Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes und aus Artikel 1 der Hessischen Verfassung ergibt, sehr, sehr ernst. Es ist immer wieder gut, dahin zu schauen, wo es Defizite gibt und welche Stellschrauben bedient werden müssen, um noch vorhandene Defizite abzubauen. Und unstreitig helfen auch Dinge, die auf der Bundesebene angeschoben sind, dazu, hier weitere Defizite in der Geschlechtergerechtigkeit abzubauen. Weil wir uns sehr bewusst sind, wo dass es noch Defizite gibt im Herstellen einer richtigen Geschlechterparität oder einer tatsächlichen Geschlechterparität, haben wir zu Beginn der gemeinsamen Regierungszeit auch begonnen, ganz praktische Dinge zu tun. Denken Sie an das Sozialbudget. Wir haben im Rahmen des Sozialbudgets dafür gesorgt, dass Frauenhäuser finanziell abgesichert sind und dass von Gewalt bedrohte Frauen erstmals flächendeckend in ganz Hessen die Möglichkeit haben, sich an Interventions- und Beratungsstellen zu wenden. Das ist ganz praktische Politik für Frauen. Und ein wichtiger Schritt war die Novellierung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. Auch wenn Sie, liebe Kollegin Gnadl, in Ihrem Antrag all die Forderungen wieder aufgewärmt haben, die wir aus guten Gründen bei der Novellierung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes nicht mit aufgenommen haben, so müssten Sie doch aber zur Kenntnis nehmen, dass wir eine ganz wichtige Neuausrichtung in diesem Gesetz vorgenommen haben. Diese Neuausrichtung ist, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und deshalb Vereinbarkeit von Familie, von Familienaufgaben. Ich sage bewusst Familienaufgaben, weil es ist nicht nur Kindererziehung, es ist auch Pflege, die heutzutage Frauen sehr bedrückt und belastet, dass diese Vereinbarkeit für Frauen und ich sage auch für Männer besser in Einklang gebracht werden kann. Das ist Kern des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. Und auch das steht da drin, wenn man es noch einmal in Ruhe liest, wird man es vielleicht auch merken, Führung in Teilzeit soll darin ermöglicht werden. Auch das ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung und gleiche Chancen. Ich habe es im Zusammenhang mit frauenpolitischen Themen hier auch schon öfter gesagt. Vieles lässt sich regeln, aber nicht alles lässt sich gesetzlich verordnen. Und vieles ist eine Frage des öffentlichen Bewusstseins und auch des praktischen Handelns. So ähnlich hat ja auch Frau Schleswig bei ihrem Frauenempfang sich ausgedrückt. Und in Teilen findet es sich auch in Ihrem Antrag genauso wieder. Und gehen Sie doch einmal in Gedanken all die Vorstände durch, die Ihnen in Vereinen und Verbänden gegenüber sitzen, wenn Sie vor Ort Termine machen.
ist da Geschlechterparität in den Vorständen hergestellt. Das sind ehrenamtliche Strukturen, und da können Sie nicht verordnen. Da können Sie nur durch Bewusstseinsbildung dafür sorgen, dass Frauen und Männer auch in solchen Bereichen gleichberechtigte Teilhabe haben. Und daran müssen wir, glaube ich, gemeinsam arbeiten. Meine Damen und Herren, wir haben in das Kommunalwahlgesetz einen Appell aufgenommen, bei der Aufstellung von Listen für die Kommunalwahlen Frauen und Männer zu gleichen Teilen zu berücksichtigen. Dass das nicht immer leicht ist, weiß ich auch, als eine, die schon lange kommunalpolitisch unterwegs ist. Ich halte auch immer Ausschau nach Frauen, die sozusagen auf den Listen sind und die man unterstützen muss, damit sie auch motiviert werden, in der Kommunalwahl tätig zu werden. Wir alle wissen gemeinsam, dass Wählerinnen und Wähler die Listen durch Kumulieren und Panaschieren verändern. Bei mir hat das dazu geführt im Werra-Meißner-Kreis, dass in meiner Kreistagsfraktion nur noch ein Mann ist. Alle Frauen wurden nach oben gewählt. Ja, es ist so, es ist auch ein schönes Ergebnis. Ich weiß, dass es aber auch andersrum passieren kann, dass die Männer hochgewählt werden. Auch da können Sie es nicht verordnen, sondern es ist eine Frage des Bewusstseins und des gesellschaftlichen Wandels. Und ich glaube, das ist richtig, darüber zu reden, dass eben hier ein Wandel eintreten muss. Und wir haben eine Weiche gestellt mit der Änderung des Kommunalwahlgesetzes. Immer wieder angesprochen, auch von Ihnen, ist die Gremienbesetzung. Das ist ein Punkt, der einer ganz besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Deshalb haben wir bei der Änderung der HGO in 2015 darauf gedrungen, dass in Aufsichtsgremien der Kommunen Männer und Frauen möglichst zu gleichen Teilen entsandt werden und hier auch die Gremien zu gleichen Teilen besetzt werden. Und da finde ich es, wenn ich mir das jetzt noch einmal so überlege, eigentlich schade, dass in Wiesbaden die Verkehrsdezernentin, eine Frau, von der SPD abgesetzt wurde, damit sie jetzt Platz macht für zwei Männer. Auch das. Frau Kollegin Erfurth, bitte kommen Sie langsam zum Schluss. Ich danke Ihnen für den freundlichen Hinweis. Auch das ist Realität und Praxis. Und ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss möchte ich mich sehr darüber freuen, dass die Änderung des bei der Besetzung des Rundfunksrats dazu geführt hat, dass wir hier den Frauenanteil fast verdoppeln, von 7 Frauen auf 12 durch den klugen Änderungsmechanismus, wofür ich den Macherinnen und Machern des Gesetzes herzlich danken möchte, werden wir erreichen, dass auch der Rundfunkrat viel weiblicher wird. Und das finde ich eine super Idee. Vielen Dank, Kollegin Erfurth. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Gnadl, Sie haben ja von der einen Vorrednerin schon hier erklärt bekommen, dass eigentlich die Debatte, die wir führen, wir schon sehr intensiv zu Ihrem Gesetzentwurf auch geführt haben und dass vieles, was jetzt im Antrag steht, sich auch ein Stück weit wiederholt. Ich fand es eigentlich verheißungsvoll, wie Sie eingestiegen sind in die Debatte. Sie haben angefangen, über die Verfassung zu sprechen. Zweifelsfrei ist die SPD die Partei in Deutschland, die, wenn man die Durchsetzung der Frauenrechte sieht, unzweifelhaft hervorragende Verdienste hat. Ich meine, Elisabeth Selbert ist einfach ein Denkmal, eine herausragende Persönlichkeit, die dort viel geleistet hat. Das hat Anerkennung in allen Fraktionen, in allen Parteien. Und ich glaube, auch bei der Frage der Gleichberechtigung sind wir hier im Großen und Ganzen auch einer Meinung. Und ich würde auch Ihre Analyse teilen, dass die gesellschaftliche Realität der Gleichberechtigung noch nicht dort angekommen ist, wo sie ankommen müsste. Ich teile nur nicht die Analyse der Lösung dieser Realität, mit der wir leben. Und die Analyse, ich möchte es auch noch einmal ein bisschen grundsätzlicher ausführen, diese Analyse zu sagen, wir sehen dieses Thema konflikthaft. Wir sehen dieses Thema in der Gesellschaft als einen Konflikt, den ich austragen muss zwischen Frauen und Männern, zwischen Karrierechancen Frauen und Unternehmen, zwischen Behördenleitung und Frauen, die entsprechend gute Positionen anstreben.
sondern diese Konflikthaftigkeit, die aus jeder Phase ihrer politischen Überlegung durchdringt, weiß ich nicht, ob diese Art des Versuchs, die Gleichberechtigung in der Gesellschaft besser zu verankern, der richtige Weg ist. Ich will nicht bestreiten, dass es sicherlich Möglichkeiten gibt, auf gesetzlichem Wege ein Stück voranzukommen. Die Frage, die man sich immer stellt, ist der Aufwand, den man damit treibt, die Verminderung der Ungerechtigkeit, ist das in der richtigen Relation? Also das, was Sie an Konflikt in ein Unternehmen tragen, was Sie als Konflikt hineintragen, was vielleicht an Verwaltungstätigkeit, an Dingen entsteht, ist das der richtige Weg? Oder kann ich vielleicht auch versuchen zu sagen, ich sehe das Unternehmen als Partner in diesem Bereich, ich sehe die Verwaltung im Grundsatz eigentlich als Organisation, die diese Aufgabe oder diese Haltung ja auch teilt. Also diese konflikthafte Darstellung des Umgangs mit der Gleichberechtigung, das sehe ich nicht. Und ich glaube auch, dass die Instrumente, die Sie ja jetzt auch gerade in der Bundesregierung immer wieder versuchen zu schärfen, dass diese Instrumente uns vielleicht, oder ich erwarte nicht, dass uns diese Instrumente diesem Ziel, das wir haben, wirklich signifikant näher bringen. Jedenfalls nicht im Verhältnis zu dem Aufwand, den Sie Unternehmen oder gerade auch Unternehmen dort auflasten würden. Und ich würde mir wünschen, Sie würden mal versuchen, einen anderen Weg zu gehen, weniger aus dieser konflikthaften Sicht hinaus zu sagen, wie kann ich im Einvernehmen diesen Weg stärker gehen. Und von daher, wir sind auch der Meinung, dass die Lösung, die die Koalition uns vorgelegt hat, immer noch zu stark eingreift, aber den Versuch auf Konsens zu setzen und auf Überzeugung, glaube ich, ist in dem Stadium, in dem wir in der Diskussion der Gesellschaft sind, sinnvoller, als immer weiter Zuspitzungen und Konflikte in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, na ja, da steht ja wieder der Mann von der FDP, der weiß ja vielleicht gar nicht, wovon er redet. Wenn ich den einen oder anderen hier in den Gesichtsausdruck gucke, dann glauben Sie mir, dass es sehr wohl Familie gibt und dass Familie sich auch auseinandersetzt und dass zu Familie auch Frauen gehören und Kinder und Töchter und dass man selbstverständlich sich über diese Themen auseinandersetzt. Und dass ich die Botschaften, die ich aus diesem Umfeld habe, nicht mit dem gleichsetze und der Beobachtung gleichsetze, die Sie oft hier vortragen. Das soll jetzt kein Konflikt mit Ihnen sein, Frau Gnadl. Das ist vielleicht auch einfach der Umwelt oder dem Umfeld geschuldet. Aber ich würde trotzdem Sie bitten, von diesem harten Kurs, den Sie fahren, dieser harte, konflikthafte Kurs bei der Frage der Gleichberechtigung, noch einmal überlegen, ob Sie glauben, dass Sie damit wirklich ans Ziel kommen in dieser Gesellschaft, in der im Grundsatz der Konsens besteht und es eigentlich die Frage noch ist, wie können wir den Konsens noch stärker in Realität umsetzen, gerade im unternehmerischen Bereich. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Roxworth-Atif. Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Kollege Gremmels, bitte. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Ich dachte, wir hätten uns einmal darauf verständigt, dass Kommentare unterbleiben, wenn Abgeordnete zum Sprechen gehen. Es wäre schön, auch der Herr Irmer würde sich daran halten. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie alle, etwas friedlicher zu werden. Die Gleichberechtigung ist eine Schnecke, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahrhunderte anguckt. Und wir Frauen haben ein bisschen die Nase voll, die Gleichberechtigung im Schneckentempo zu erreichen. Und wenn sie in diesem Tempo weitergeht, dann wird das auch nichts werden in absehbarer Zeit, dass wir das, was in unserem Grundgesetz schon seit vielen Jahren verankert steht, dank einer Frau, die übrigens dafür mit ihrer persönlichen politischen Karriere gezahlt hat, denn die war damit zu Ende. Wenn sie in diesem Tempo weitergeht, dann werden wir die Umsetzung, wie wir hier im Saal sitzen, alle nicht mehr erleben. Und das ist ein Zustand, der nicht geht. Das heißt, es braucht mehr Nachdruck. Es braucht deutlich mehr Nachdruck. Nun haben wir hier zwei Anträge vorliegen, die sich damit beschäftigen. In dem einen Fall
ganz viel Regierungstätigkeit in Berlin zu loben und in dem anderen Fall ganz viel Regierungstätigkeit hier in Hessen zu loben. Ob das zielführend ist, wage ich dann auch zu bezweifeln, weil ich glaube, es wäre doch eher spannend, sich anzuschauen, was alles nicht funktioniert und was man tun muss, und darum dann auch gerne eine Debatte zu führen, was man tun muss, damit die Gleichberechtigung in diesem Land endlich voranschreitet, und zwar mit dem Tempo, das es braucht, damit wir oder wenigstens unsere Kinder auch noch erleben, dass Frauen und Männer tatsächlich gleichgestellt sind in dieser Gesellschaft, die gleichen Chancen haben und es nicht mehr so ist, wie es jetzt ist. Denn jetzt kann man schlichtweg sagen, Armut ist weiblich, Altersarmut ist erst recht weiblich. Und ja, es gibt eine Tendenz, dass auch Männer zunehmend arm sind. Das ist aber nicht die Zielrichtung, die wir haben müssen, sondern die Zielrichtung müsste sein, wir schaffen die Armut ab und wir fahren sie zurück und nicht die Männer holen auf und damit haben wir den Ausgleich. Und wenn ich mir dann angucke, was viele der Dinge, die im Bund gemacht worden sind, innehaben, dann hat es schon auch was ganz viel mit Gleichberechtigung zu tun in den Chefetagen. Und dann freut es mich auch, wenn es da gelingt. Allerdings für die Mehrheit der Frauen bringt es keine Verbesserung. Und es bringt dann auch nicht unbedingt eine Verbesserung, dass in den Führungsetagen da mehr Frauen als Männer sitzen. Die Masse der Frauen ist eben die, die im geringverdienenden Bereich arbeiten. Die Masse der Frauen ist die, die Gott sei Dank von dem Mindestlohn, der viel zu klein ist, aber immerhin ist er da, profitieren. Die Mehrheit der Frauen arbeitet in den Bereichen, wo nach wie vor sehr schlecht verdient wird. Oder sie sind alleinerziehend und arbeiten häufig gar nicht, weil sie das Erwerbstätigsein und die Erziehung ihrer Kinder nicht unter einen Hut kriegen können, weil die Rahmenbedingungen halt so sind, dass sie so schlecht für sie sind, dass das Erwerbstätigsein nicht zielführend dafür ist, eine Besserstellung ihrer Lebenssituation zu erreichen. Und wenn wir dann eine Situation haben, dass, wie Sie es beschrieben haben, jetzt länger Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, der aber so kompliziert ist und so ausgrenzend ist, dass genau die Frauen, von denen ich hier spreche, ohnehin wieder nicht mit ihren Kindern davon profitieren, weil sie ausgeschlossen sind, dann ist das auch nicht zielführend, um Armut bei Frauen und ihren Kindern zu bekämpfen. Die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses kommt natürlich Frauen zugute. Gut sind die längeren Bezugsdauer und die Zahlung bis zum 18. Lebensjahr. Aber da gibt es eine große Kröte, die von der SPD geschluckt wurde. Zur Beantragung des Unterhaltsvorschusses nach dem 12. Geburtstag müssen die Bescheide des Jobcenters bei den Unterhaltsvorschussstellen vorgelegt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, bis zu 140.000 Jugendliche nach dem 12. Geburtstag kommen gar nicht in den Genuss, in den sie kommen könnten. Und das ist doch wirklich nicht etwas, wofür wir uns hier beklatschen können. Der Gesetzentwurf zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen ist ein Placebo aus unserer Sicht, das nicht wirken wird. Wenn ich meinen Chef fragen darf, wie viel meine männlichen Kollegen verdienen, dann ist es einfach zu wenig. In allen Betrieben sollte Transparenz zu den Löhnen und Gehältern bestehen, und dann kommen wir überhaupt nicht in solche Situationen, dass Frau erst fragen muss. Und auch ohne dieses Gesetz klagt zurzeit eine Redakteurin gegen das ZDF, weil sie für gleiche Arbeit viel weniger verdient, als teilweise weniger brutto als einige Kollegen netto bekommen. Die Sache an sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender ist bereits ein Skandal, der allerdings von den Aussagen des Richters getoppt wird, wenn wir der Frankfurter Rundschau glauben dürfen. Der Richter erläuterte der kinderlosen Klägerin, dass Schwangerschaften dazu beitrügen, dass Frauen eine geringere Berufserfahrung hätten. Auf die Frage, warum es Männer in der Redaktion gäbe, die weniger Berufserfahrung hätten als Sie und trotzdem mehr verdienten, fragte er zurück, weil der Kollege besser verhandelt hat. Das ist Kapitalismus. Auf jeden Fall ein Grund mehr, den Kapitalismus abzuschaffen. Allerdings sollten wir bereits Frau Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Allerdings sollten wir bereits jetzt daran arbeiten, dass Lohngleichheit hergestellt wird. Die Landesregierung hätte eine gute Gelegenheit dazu, damit anzufangen, indem sie die Gehälter der Grundschullehrer endlich auf A13 anhebt. Hier sind 90% Frauen beschäftigt, die die gleiche Ausbildung haben wie die Kollegen an den Haupt- und Mittelschulen und schlechter bezahlt werden. Hier haben Sie es in der Hand. Beweisen Sie, dass Sie es ernst meinen. Sorgen Sie dafür. Die 10% Lehrer dürfen dann das gerne auch haben. Da haben wir als Frauen überhaupt nichts dagegen. Wir sind für Gleichberechtigung. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat die Frau Abg. Claudia Ravensburg, CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ihr Antrag, Frau Gnadl, ist ein schöner Beweis dafür, dass schwarz-grüne Frauenpolitik in Hessen sehr erfolgreich ist. Sie sehen es wahrscheinlich anders, aber schauen wir uns doch einmal Ihren Antrag an. Fünf Punkte hat er. Die ersten beiden sind verfassungsrechtliche Feststellungen. Punkt 3 ist Bundespolitik. Da gehe ich auch gerne darauf ein. Denn ja, die schwarz-rote Bundesregierung hat wichtige frauenpolitische Maßnahmen in Angriff genommen. Maßnahmen, die Schwarz und Rot auch gemeinsam in Kabinett und Bundestag vertreten und die wir in unserem Antrag auch ausdrücklich anerkannt haben. So, Frau Gnadl, hätten Sie das auch in Ihrem Antrag formulieren können. Doch was haben Sie daraus gemacht? Es ist ein Begrüßungsantrag, Frau Schott hat es gesagt, für Ihre Ministerin in Berlin geworden. Ein Schelm, der dabei an die Bundestagswahl denkt. Doch was Sie dann in Ihren letzten zwei Antragspunkten mit Bezug auf die hessische Frauenpolitik gemacht haben, das ist doch nichts anderes als das Aufwärmen aller Kamellen. Beginnen wir mit Ihrem Gleichberechtigungsgesetz. Dieses ist auch im zweiten Durchlauf, ich will daran erinnern, in der Anhörung krachend durchgefallen. Sie sagen Instrumente, ich sage Keulen. Ein Bürokratiemonster, Frauenpolitik mit festen Quoten, Zwang und Gerichtsverfahren, dafür steht die Gleichstellungspolitik der SPD. Des Weiteren fordern Sie in Ihrem Antrag Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Schön finde ich, dass Sie den Schwerpunkt unseres bereits im letzten Jahr beschlossenen Gleichberechtigungsgesetzes jetzt auch für richtig halten. Sie wollen, dass junge Männer die Erzieher- und die Pflegeberufe kennenlernen. Richtig, aber das machen wir bereits. Herr Degen hat heute darauf hingewiesen. Genau deshalb ist nämlich der Girls Day jetzt zum Girls und Boys Day umgenannt worden. Und noch ein Wort zu Ihren Forderungen nach echten Ganztagsangeboten. Sagen Sie doch ehrlicherweise lieber verpflichtende Ganztagsschulen. Klingt zwar nicht so schön, aber so sind nun einmal die Fakten. Wir bauen die Ganztagsschulen kontinuierlich, aber auf freiwilliger Basis aus. Und das übrigens auch mit Zustimmung der SPD, denn schließlich hat sie im Etat 2016 für den Ganztag mitgestimmt, um diesen Etat mit über 6 Millionen € aufzuwerten. Wir sorgen für mehr Vereinbarkeit während der Grundschulzeit und in den Ferien durch den Pakt für den Nachmittag. Sie aber ignorieren die Fakten. Das hat Matthias Wagner Ihnen auch schon einmal deutlich erklärt. Und ich sage es jetzt noch einmal. Alle Anträge von Schulträgern auf gebundene Ganztagsgrundschulen wurden auch genehmigt. Wo ist denn da der Mangel, frage ich mich. Und deshalb bleibt eben nichts übrig von Ihrem Antrag. Ich sage, stimmen Sie besser heute unserem Antrag zu. CDU und Grüne können bereits jetzt eine beeindruckende Bilanz in der Frauenpolitik aufweisen. Wir haben ein modernes und ein bundesweit vorbildliches Gleichberechtigungsgesetz beschlossen, mehr Vereinbarkeit, Familie und Karriere ermöglichen. Das sind die Eckpfeile unseres Gesetzes. Kollegin Erfurt hat es erwähnt. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit mehr Anreizen und Förderung von Frauen mehr erreichen können als durch Zwang. Wir stehen für den konsequenten Ausbau der Betreuungsangebote in Kita und Schule. Wir haben den Schutz für Frauen und Kinder, die Hilfe benötigen, erheblich verbessert, ob für Frauenhäuser, für Interventions- und Beratungsstellen gegen häusliche und sexuelle Gewalt. Wir zeigen, dass pragmatische Regelungen wie beim Rundfunkratsgesetz akzeptiert und erfolgreich sind. Und wir werden künftig auch weiter konsequent an der Verbesserung der Chancen und Lebensbedingungen der Frauen in Hessen arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Das Wort hat der Sozialminister, Stefan Grüttner. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat will ich an das anschließen, was Frau Ravensburg gerade eben dargelegt hat. Wenn man sich den Antrag der SPD
durchliest, dann ist es eine Reihe von allgemeinen Aussagen, denen man durchaus zustimmen kann. Maßnahmen werden, ja, allgemeine Aussagen, Maßnahmen werden benannt, die schon längst beschlossen und umgesetzt sind, die auch mit den Stimmen des Landes Hessen beispielsweise im Bundesratsverfahren umgesetzt worden sind, sei es die Fragestellung wie beispielsweise das Mindestlohngesetz. Gleichzeitig wird immer noch die Frage des Pay Gaps angesprochen an dieser Stelle. Da weise ich noch einmal darauf hin, was ich bereits in der Debatte zu den Gesetzesentwürfen gesagt habe. Uns reicht schlicht und einfach nicht, dass das bundesweit gerade einmal um 1% gesenkt worden ist, sondern wir haben in Hessen das Projekt Entgeltgleichheit ins Leben gerufen, mit der Erstellung auch beauftragt eines hessischen Entgeltatlasses. Und darauf basieren dann auch die Möglichkeit, passgenaue untergesetzliche Maßnahmen in Angriff zu nehmen, um hier Ungerechtigkeiten letztendlich zu verringern. Sie sprechen in Ihrem Antrag das Unterhaltsvorschussgesetz an. Ich darf Ihnen an dieser Stelle sagen, das ist ein Gesetz, das noch nicht in Kraft getreten ist, obwohl Sie mit Ihrem Antrag genau dieses schon einmal darstellen. Das Gesetzgebungsverfahren ist bisher überhaupt noch nicht abgeschlossen. Sie hantieren in diesem Kontext mit falschen Zahlen. Sie sprechen nämlich von 1,45 Millionen alleinerziehenden Müttern. Wenn Sie einmal in die Daten des Statistischen Bundesamtes schauen, die sprechen eine andere Sprache. Da werden jetzt schon von 2,3 Millionen alleinerziehenden Müttern und 409.000 alleinerziehenden Vätern gesprochen. Da mögen Sie sagen, das ist Erbsenzählerei, aber es bedeutet, Sie haben schlicht und einfach einen Antrag hingeschustert, ohne sich zu überlegen, was Sie schreiben. Das ist die Conclusio an dieser Stelle. Und gehen dann auch noch in die Fragestellungen des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes rein. Das haben wir anhand Ihres Gesetzentwurfs bereits diskutiert gehabt. Und möglicherweise sollten Sie es einfach etwas deutlicher lesen. Die Fragestellung von flexiblen Arbeitszeitmodellen wird in der Hessischen Landesverwaltung umgesetzt. Die Frauenbeauftragten haben ein Klagerecht eingerichtet bekommen, wenn sie sich in ihrer Organschaft benachteiligt fühlen. Wir haben die Frage Frauen in Führungspositionen in unterschiedlichsten Bereichen bereits reingemacht. Ich weise darauf hin, dass Sie im Hinblick auf die Frage der Umsetzung von Gleichberechtigungen auch einmal schauen können in unsere Fachkräftestrategie, hier insbesondere in unsere ins Leben gerufene Online-Plattform Arbeitszeit klug gestalten. Hier können Sie an dieser Stelle sehen, was wir versuchen, an dieser Stelle mit hinzunehmen. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Zahl der Betreuungsplätze in unseren Kindertagesstätten ein. Aber wenn Sie auch um die Fragestellung von Erzieherinnen und Erzieherberufen waren, will ich Ihnen an dieser Stelle sagen, wir haben mit unserer Kampagne Große Zukunft mit kleinen Helden, werde Erzieherinnen und Erzieher, einen wirklichen Erfolg erzielt. Im Schuljahr 2006 bis 2007 waren nur noch 12% der Erzieherinnen und Erzieher in der Ausbildung männlich. Das sind im aktuellen Schuljahr bereits 18% junge Männer. Und betrachtet man die Zuwachsrate nach Geschlecht, dann liegt diese für die Männer deutlich über dem Zuwachs von den Frauen. Auch dieses macht deutlich, dass dieses in der Lebenswirklichkeit angekommen ist. Und deswegen sage ich auch in Zukunft, wird Hessen sich an dem Selbertschen Verfassungsauftrag messen lassen. Da brauchen wir keinen weiteren Zusatz in der Hessischen Landesverfassung. Und im Mittelpunkt unserer Arbeit werden wir auch weiterhin die konkreten Lebenslagen und die praktischen Bedürfnisse von Frauen, angefangen von der politischen Teilhabe über die Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Beruf und Ehrenamt, der Entgelt- und Rentengerechtigkeit bis hin zur Armuts- und Gewaltprävention sehen. Wir stehen ein für ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern in Hessen. Herr Minister, vielen Dank. Frau Kollegin Gnadl hat sich noch einmal gemeldet. Bitte sehr, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Man kann es auch mit Arroganz versuchen, so wie es eben der Minister, der ja auch für Frauenfragen zuständig ist, eben versucht hat. Ich möchte es noch einmal anders versuchen, um zu verdeutlichen, um was es uns geht. Ja,
Aus unserer Sicht bedarf es einer Verankerung in der Hessischen Verfassung des Gleichberechtigungsgrundsatzes von Frauen und Männern, weil das eben auch ein Ausdruck ist, wie man Politik in Hessen gestalten möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass wir noch nicht alles erreicht haben in Deutschland und auch in Hessen, was zur Gleichberechtigung beiträgt, das verdeutlicht ja, das haben wir in unserem Antrag verdeutlicht und das habe ich auch vorhin in meiner Rede verdeutlicht, was alles noch passieren muss, damit Frauen gleichberechtigt sind in Hessen und in Deutschland. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Gleichberechtigung ist auch ein Kampf. Denn ohne den Kampf um mehr Gleichberechtigung hätten wir auch nicht den Gleichberechtigungsgrundsatz verfassungsrechtlich im Grundgesetz verankern können, wenn es nicht Frauen gegeben hätte wie Elisabeth Selbert, die darum gekämpft hätten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie glauben, dass das alles ohne Regelungen läuft, dann können wir noch lange warten, bis Frauen gleichberechtigt sind. Was wäre denn, wenn wir keinen gesetzlichen Mindestlohn hätten? Dann würden jetzt die Frauen immer noch in die Röhre gucken, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Wenn wir nicht klare Vorgaben gemacht hätten bei der Quotierung von Aufsichtsräten, nämlich solch klare Vorgaben, dass ein Platz frei bleiben muss, wenn nicht genügend Frauen für die Aufsichtsräte vorgeschlagen werden, dann hätte es bis jetzt noch keine Veränderung in den Vorständen und in den Aufsichtsräten gegeben. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedarf es eben gesetzlicher Regelungen, wenn man Gleichberechtigung erreichen will. Und das gilt eben auch für das Hessische Gleichberechtigungsgesetz. Frau Erfurt hat verschiedene positive Dinge erwähnt, die im Hessischen Gleichberechtigungsgesetz verankert wurden, beispielsweise auch zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber was passiert denn, wenn Frauenbeauftragte eben nicht die notwendigen Instrumente am Ende auch besitzen, um diese Dinge dann auch durchsetzen zu können? Dann bleibt nämlich das, was Sie Schönes vorschlagen, ein zahnloser Tiger. Das ist doch das Problem. Und Gleiches gilt eben auch für die Gremienbesetzung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gleichberechtigung bedarf eben auch klarer Regeln, klarer Vorgaben, sonst werden wir sie nicht erreichen. Und wenn wir irgendwann einmal so weit sind, dass wir tatsächlich eine tatsächliche und nicht nur eine verfassungsrechtlich verankerte, sondern eine tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern haben, in der Realität umgesetzt, dann bin ich gerne bereit, auf all diese Instrumente zu verzichten. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es ist verabredet worden, die beiden Anträge dem Fachausschuss zu überweisen. Jawohl, ist so.